Das heutige Thema ist ein Thema Aviation Summit, Aviation for Europe. Ich bin für euch in Brüssel, um mich mit den CEOs nicht auszutauschen, doch auszutauschen kann ich sagen, zuzuhören, wie sie die Luftfahrt sehen, gerade in Europa. A4E, Aviation for Europe. Teilnehmer sind Carsten Spohr, Michael Ury, um die beiden Extreme einfach zu nennen. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Einmal Entschuldigung, dass wir diesen Hall haben hier. Der Hall ist in dem kleinen Raum. Ich muss ein bisschen von der Konferenz weg, damit ich die heutige Folge für euch machen kann, damit das nicht wieder so wie gestern wird, wo ihr sagt, hey, im Hotelzimmer mal eben. Aber ich hoffe, ich hatte euch gefallen, das Live. Ja, das heutige Thema vom Aviation Summit am 31. März 2022 in Brüssel, da geht es natürlich um Themen wie die Covid oder aber auch wie der Ukraine-Krieg die Branche gestört und vor allem auch verändern wird. Wir haben eine gute Nachricht und Carsten Spohr hat das heute auf der Bühne mehrfach gesagt. Schweiz ab morgen maskenfrei auf allen Flügen von der Schweiz in Länder wie zum Beispiel nach Schweden, wo keine Maskenpflicht ist, gibt es im Flugzeug auch keine Maskenpflicht. Eine sehr, sehr gute Nachricht. Hoffen wir, dass Deutschland da auch folgen wird und Österreich. Dann des Weiteren gab es natürlich mehrere Einblicke, auch zum Beispiel in Themen wie mit der ITA. Zu der Frage der ITA hat man bei Lufthansa es begrüßt, dass man bald den Zugriff zu dem Datenraum bekommt. Und die italienische Regierung hat ja auch gesagt, sie möchten das bis Mitte Juni abgehandelt haben. Hier wurde auch wieder von Seiten der Lufthansa Group gesagt, hey, das ist gut für Alitalia, ITA oder wie man sie jetzt auch nennt. Und es ist vor allem aber auch gut für die Zukunft für alle. Und spannend wird es sein. Man hat nochmal betont, dass Air France KLM gar nicht mitbieten dürfe, dass die das von der EU untersagt bekommen haben. Also insofern sieht man sich da so als einziger legitimer Bieter auf dem Markt mit MSC zusammen. Hat auch gesagt, dass MSC wirklich nur die Equity-Seite bringt, also das Kapital, die Lufthansa selber das wissen. Sehr, sehr spannend. Dann wurde weiter nochmal auf die Zahlen verwiesen, wie die Aviation sich entwickelt hat in der Covid-Zeit, also dass man wirklich in 2020 gesehen hat, wie die Zahl richtig abgebrochen ist. 2021 hat man einen leichten Aufschwung gesehen, der dann bei der Omikron-Variante wieder abgefallen ist. Aber in 2022 sind wir auf dem Weg nach oben. Wir sind also drüber und einige Fluggesellschaften sind sogar auf Vor-Covid-Zahlen, was mit den Plätzen ja einhergeht. Was kann man noch Spannendes sagen? Carsten Spohr hat gesagt, wenn ich mit der Rede fertig bin, kann ich den Leuten nur empfehlen, kauft Tickets. Warum? Ganz einfach, Fliegen wird leider teurer werden. Lufthansa hat eine sehr große Zahl, schon ich glaube 73% oder sowas waren es gehedged. Für nächstes Jahr sind es ja auch mit Rolling Over auch über 40% Hedging. Aber es gibt ja Fluggesellschaften wie Wizz Air oder sowas, die haben kein Fuel Hedging gemacht. Das heißt also, die YQs werden steigen, also die Treibstoffzuschläge, falls ihr nicht wisst, was YQ heißt. Was gibt es noch zu erzählen? Ganz, ganz wichtig in meinen Augen ist halt wirklich das Thema, dass alles sehr, sehr unsicher ist. Man weiß also nicht ganz genau, wie es weitergeht mit der Ukraine-Krise, mit Covid. Man hat zum Beispiel auch gesehen, dass zum Beispiel der chinesische Markt 8% nur von dem ist, was er vor Covid war. Andere Märkte sind sogar über 100%. Also zum Beispiel, wenn man so nach südlichen Länder guckt, Portugal und so weiter, die sind über 100%. Warum? Ganz einfach, weil da die Leute alle hinfliegen. Osterzahlen bei der Lufthansa-Gruppe kann ich euch auch nochmal melden. Die sind sehr, sehr gut. Die Flieger werden richtig voll. Deshalb wundert ihr euch, warum ihr keine Sitzplätze mehr bekommt oder wenn, dann nur für teures Geld. Sommer ist noch nicht ganz so teuer, wie es Ostern ist. Aber da sollte sich das auch, das Zitat von Carsten Spohr, wir wären, kauften Sie Tickets jetzt. Das hat er etwas flapsig gesagt, aber er hat damit eigentlich recht. Dann die nächste Geschichte, die aus der Gerüchteküche kommt, ist Air Baltic. Da hatte ich noch keine Möglichkeit, Martin Gauss zu fragen, der hier auch übrigens vor Ort ist, ob es stimmt, dass er vielleicht in die Starlines geht. Spannend, weil er fängt ja zum Beispiel mit Tampere an, da fliegt er ja Frankfurt, München und noch andere Ziele. Aber von den 4 Zielen sind halt 2 nach Deutschland, auch im Codeshare mit der Lufthansa. Wäre eine spannende Partnerschaft. Gerade wer Hunsrück oder Senator ist, kann davon dann ein Lied singen. Haben wir sonst noch ein Thema gehabt? Ja, wir hatten uns auch mal kurz unterhalten über das Thema mit Airbus, den A350 und Qatar. Das war in so einem Background-Gespräch.
mit wem kann ich leider nicht sagen, aber man fand es sehr, sehr unschön, unappetitlich. Insofern wäre das für mich mein Wrap-up der jetzigen Veranstaltung. Im Prinzip läuft die Veranstaltung noch. Ich habe euch jetzt so in der ersten Hälfte was gegeben. Sollte sich was verändern, würde ich das euch morgen mitteilen in der neuen Ausgabe. Morgen, denkt daran, ich werde es wahrscheinlich ab 7 Uhr freischalten, die neuen Meilen-Highlights April 2022. Diese werden dann natürlich auch schon einige Meilenschnäppchen haben. Ja, ganz genau, also Meilenschnäppchen, die konnten wir, Mario und ich, da für euch schon dann berichten. Also so morgen ab 7 Uhr. Denkt daran, dass ihr dann einschaltet, euch dazu schaltet. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ja, ich habe es am Anfang vergessen, den Abonnierbefehl, weil ich so aufgeregt war, weil ich in diesen heiligen Hallen bin. Ich glaube, das ist der König von Belgien. Glaube ich, ne? Sieht so aus, ne? Wer es weiß, unten kommentieren, abonnieren, Glocke anmachen und vor allem ein Like da lassen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen. Ciao.